Hallo Leute, willkommen bei Daphnas Dschungelabenteuer, einem Sims 4 Let's Play. Dies ist Teil 24. Ja, und jetzt haben gerade die Wehen eingesetzt. Und Daphna ist in aller Seelenruhe fertig. Naja, jetzt ist es mit der Seelenruhe wohl vorbei. Du kannst einfach mal hier hingehen und dein Baby kriegen. So. Mal gucken, ob sie kommt. Ja, sie kommt bestimmt. Ja, da kommt sie anmarschiert. Sehr schön. Ja. Ja, du schaffst das ganz bestimmt. Deine Mutter hat das auch schon oft geschafft. Ja. Ja. Sehr gut. Ein Junge. Okay, wir nennen ihn Silvio. Silvio in Erinnerung an Selva Dorada. Ja, das ist doch prima. Einen Sohn hast du bekommen. Und Ivan schiebt jetzt natürlich Panik. Logisch, ein bisschen spät, es ist alles schon passiert. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen guten Screenshot-Winkel kriegen. Ja, kriegen wir. Aber natürlich nicht so verpixelt, sondern wenn sie dann anschließend liebkost. Ja. Na, wir lassen sie jetzt mal in Ruhe stillen. Das geht ja auch ziemlich schnell. Ja. Okay. Gut. Ja, jetzt. Das ist dann ein Urenkel von Mortimer Grusel. Ja. Und natürlich auch von Bella Grusel. Von Bella und Mortimer Grusel. Und ein Enkel von Alexander Grusel, dem Jungen, der immer in Willow Creek rumrennt. Der ist ja bei der 100 Baby Challenge schon erwachsen geworden und hat mit Jenny Kinder gekriegt, unter anderem die Daphna. Die ist also eine, ja, eine Grusel-Enkelin. Ja, aber sie ist nicht gruselig. Und jetzt haben sie noch eine Generation dazu gekriegt. Ist doch niedlich. Ich würde sagen, wir lassen den Silvio jetzt gleich mal zum Kleinkind werden. Dann sehen wir, wie er aussieht. So. Daphna, kommst du? Ja, Daphna kommt. Oh. So, Jenny hat Silvio ein Geschenk geschickt. Das ist gut. Sehr gut. Der ist vielleicht ein Charmeur, der Silvio. Oh, ein Blondchen. Ganz wie der Papa. Ja. Ja, prima. Hat doch gut geklappt. Ah, und jetzt, wo du ihn gerade auf dem Arm hast, Vanessa hat Silvio auch ein Geschenk geschickt. Da ist es nützlich, dass der kleine Silvio so viele Onkels und Tanten hat. Bergeweise Geschenke. Die kommen dann bestimmt alle morgen mit der Post an. So, bring ihn mal hier runter oder am besten setz ihn hier ab, im Kinderzimmer. Ja, dann kann er gleich sein Kinderzimmer kennenlernen. Ja, und in der Zwischenzeit sind auch die authentifizierten Artefakte mit der Post gekommen. Und gleichzeitig aber auch die Rechnung. Die war dann irgendwie 2200. Das hat uns natürlich dann unter die 20.000 gebracht. Aber der Verkauf von den authentifizierten Artefakten hat uns jetzt auf etwa fast 25.000 gebracht. Hat sich also schon nochmal gelohnt. Und jetzt muss ich hier die Pinnwand löschen. So. Okay.
Und wahrscheinlich kriegt die Daphne jetzt immer mal wieder Sachen zum Authentifizieren geschickt und kann die dann entweder selber authentifizieren und verkaufen oder sie kann die wegschicken wieder und von jemand anders preiswert authentifizieren lassen und sie dann verkaufen. Ah, und wie war das? Ja, ich habe sie noch mal dieses Balsam-Palo-Wächterrelikt benutzen lassen. Das ist nicht das, sondern wo ist es hin? Nicht, dass es verschwunden ist, aber es hieß nichts von wegen, dass es sich in Luft aufgelöst hat. Ich sehe es jetzt aber gerade nicht. Nur das Totekayama-Sensenmann-Relikt. Ich mache mal das Inventar zu und wieder auf. Und nö, momentan ist es gerade nicht sichtbar. Sie hat dann wieder 500 Simoleons gekriegt und die Tantiemen, die da immer wieder reingekommen sind, das war Geld, was noch von diesem Relikt kam. Da kamen dann ja einmal 1000 Simoleons, haben beide gekriegt. Das war nicht das Archäologiebuch. Da war ich mit den Tantiemen irgendwie etwas durcheinander, sondern das war von diesem Relikt. Und das wurde dann von Tag zu Tag weniger. Bitte Luna mal das Geschäft zu erledigen. Und ja, und weil es dann weniger wurde, dachte ich, ich lasse sie das noch mal aktivieren. Ah, sehr gut. Luna hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Und draußen heißt wahrscheinlich bei ihr hier auf unserer Veranda. Ganz toll. Aber vielleicht hat sie auch gelernt, nicht im Pfützen zu spielen. Das wäre schon hilfreich. Und, warst du schon? Oder machst du jetzt hier noch einen Stinkehaufen hin? Nö, das war's wohl schon. Okay. Ah, jetzt grillt sie ein. Das ist auch in Ordnung. Was grillst du denn da leckeres? Tofu-Burger. Oh ja. Sehr gut. Und du kleiner Zockel, wie gefällt's dir im Leben? Ah, Puppenhaus spielen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Im Prinzip könnten wir eigentlich noch eine kleine Party feiern. Die Frage ist, wollen wir vielleicht eine kleine Hochzeitsparty feiern? Ich meine, das wäre jetzt etwas überstürzt, aber wir haben in dieser Folge noch Zeit. Ich denke mal, die beiden wären auch eigentlich reif für einen Heiratsantrag. Mal gucken. Romantik. Heiratsantrag machen. Wach mal auf. Zur Feier des neuen Babys könntest du deiner Holden einen Heiratsantrag machen. Und dann kaufen wir noch schnell einen Hochzeitsbogen und backen einen Kuchen. Und dann machen wir noch eine Hochzeitsparty. Ja. Ja, sie hatte auch mal in ihren Wünschen, dass sie den Ivan heiraten möchte. Jawohl. Dann sollten wir euch jetzt aber Hochzeitsklamotten verpassen. Sehr gut. Ja, also gehen wir mal kurz in den Kass rein. Und dann kriegen die schöne Hochzeitsklamotten und dann backen wir einen Kuchen. So, Sarpava ja, das kannst du für den Alltag Chorg. schon behalten, aber hier für die Abendkleidung, ja, zum Beispiel brauchst du keine Brille. So, und vielleicht machen wir auch eine andere Abendfrisur. Vielleicht so. Ja, dann ist sie kaum wiederzuerkennen. Ich guck mal, ob wir eine schöne Frisur mit so halblangen Haaren finden. Sonst könnte man sich denken, dass sie vielleicht Extensions reingemacht hat oder so. Extra für die Hochzeit.
Und das hier sieht aber vielleicht auch ganz nett aus. Ist das eine passende Hochzeitsfrisur? Nein, eigentlich nicht. So, ich will jetzt hier auch keine Ewigkeiten verbringen. Muss ich hier nur noch mal kurz durchgucken. So. Ja, das hier vielleicht. Oh, das ist eine schöne Hochzeitsfrisur. Ja, so hat so was Feierliches. Okay. Und jetzt kriegst du noch ein langes Kleid in Weiß. So. Das gibt's, glaube ich, auch in Weiß. Mal gucken, wie ihr das steht. Ja, das sieht eigentlich sehr schön aus, finde ich. Ah. Und was hast du da für Schuhe an? Ja, dann nehmen wir hier diese hochhackigen. Und die Handschuhe, die könntest du eigentlich lassen. Das ist, glaube ich, hier bei Accessoire. Weil die wären in Reinweiß natürlich noch schöner. Gibt's das noch? Ja, das ist etwas weißer. Obwohl, nee, sie braucht eigentlich keine Handschuhe. Ja, das gefällt mir besser. Okay, schlichtes, schönes Hochzeitskleid. Und du in deinem Schlafanzug kriegst jetzt auch einen Schniekenanzug. Nee, sowas eher. Nee, dann nehmen wir einen ganzen Anzug. Ja, das ist ein angemessener Hochzeitsanzug. Okay. Gut, dann ist der Teil erledigt. Daphne darf dann noch den Kuchen backen. So. Jo, mach mal hinne. So groß ist das Haus doch gar nicht. So. Ah, sie sind auch müde. Dann lasse ich sie den Kuchen backen und wann feiern wir das Hochzeitsfest morgen? Dann lassen wir sie schnell schlafen oder so. Sehr kokett ist sie. Wir könnten ihr gleich noch ein Baby machen. Aber jetzt soll sie erstmal Kuchen backen. So, aber wenn wir noch ein Baby machen, da warten wir dann nicht die Geburt ab. Sonst zieht sich das Ganze noch ewig hin. So. Ja, das beschleunige ich mal etwas. Okay. Ja, sehr schön. In Kühlschrank stecken, ja, das ist eigentlich im Prinzip eine gute Idee. Aber vorher solltest du ein. Wo haben wir eine Hochzeitsverzierung drauf machen? Wo ist denn Öffnen? Kuchen. So. Hochzeitsverzierung. Ja, da müssen wir dann eine Schnellparty machen mit der Hochzeit. Also da arbeiten wir dann auch nicht an dem Goldwert. So, jetzt macht ihr erst noch mal ein Baby. Und danach dürft ihr schlafen. So. Der Ivan, ist ja auch müde? Nur nicht so ganz, aber die sollen dann ja morgen ausgeschlafen sein. Und den kleinen Silvio, den bringe ich mal ins Bett. Leg dich mal ins Bettchen, Silvio. Ja. Ja, das ist nur schwierig für einen so kleinen Zwockel wie dich. Und es wäre natürlich auch schön gewesen, am ersten Tag eine Geschichte vorgelesen zu kriegen. Aber wir wollen ja noch die Hochzeit machen und noch ein Baby und ja, so geht's doch auch ganz gut. Wenn die Oma Tanner dich ins Bett bringt. Jetzt schläft er sehr schön, wunderbar. Und ihr seid beim Baby machen, ja? Und sie ist auch schon hundemüde. Jetzt mache ich hier mal schnell. Ja, Aha. schnell schlafen. Ja, du darfst auch schlafen. Alle sollen schlafen. Ah. Damit schnell morgen ist.
So, Diana wird dann irgendwann super hungrig sein. Aber sie könnte vielleicht im Rahmen der Hochzeit was essen. Na, sie muss auf jeden Fall auch noch duschen. Ja, jetzt ist allmählich früher Morgen. Ich lasse das auf jeden Fall noch mal schnell weiterlaufen. So. Ah, jetzt hat er den kleinen Zwoggel hochgebracht und jetzt hängt er hier oben fest. So ist es nicht gedacht. Ivan, nimm ihn mal wieder und bring ihn wieder runter. Der kann noch keine Treppen gehen. So. Na, ich schätze, ich habe mir da ein bisschen zu viel vorgenommen. Vielleicht machen wir keine offizielle Hochzeitsparty, sondern wir heiraten einfach. Weil so eine Party dauert immer so lange. Ja, stopp, das habe ich jetzt voll verpeilt. Hochheben. Na toll. Kein Hochheben. Gibt's doch nicht. Oh! Hochheben. Ja, und jetzt Silvio hier absetzen. Ja, jetzt gucke ich mal, wo wir diesen Hochzeitsbogen unterbringen können. Dieses Haus habe ich ziemlich vollgestopft, muss ich sagen. Ich glaube, ich stelle ihn einfach hier so als Eingangsbogen hin. So. Hochzeit. Wir wollen den mit der Blütenpracht. Ja, der wirkt natürlicher. Ist doch ein schöner Grundstückseingang auch. So. Okay. Ich glaube, ich mache mal hier die ganzen Bedürfnisse ausnahmsweise mal mit dem Cheat weg. Da habe ich jetzt auf Shift gedrückt und auf den Briefkasten und mache Bedürfnisse erfüllen. Sonst bin ich hier noch Ewigkeiten beschäftigt, bis die alle fertig geduscht haben und auf dem Klo waren und satt sind und so weiter. So. Und ich habe mich entschieden, wir machen eine Hochzeitsparty. So. Aber die ziehen wir nicht bis zum Ende durch, sondern einfach nur bis geheiratet ist. So. Jawohl, eine Hochzeitsparty. Ja, wo ist das denn? Da. Oh, die kostet 1000. Naja, das können wir uns aber leisten. So. Gäste. Gut. Ich meine, wir könnten diesen Camelo einladen, weil wir den aus Salvadorada kennen. Und dann hat die sich doch auch mit der einen und natürlich Jenny und ihre Geschwister. Mit der einen Frau hat sie sich so gut verstanden. Nicht mit dieser, sondern mit einer anderen. Ja. Hier nehmen wir ihre Geschwister. Okay, sonst kennt sie gar keinen. Wo ist denn diese? Naja, vielleicht ist sie gerade nicht verfügbar, die sie besser kennt. Ich denke mal, das reicht schon an Gästen. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum hier welche noch Kinder sind, die in der 100 Baby Challenge schon längst erwachsen und ausgezogen sind, das liegt daran, dass die Daphne in einer anderen Speicherwelt lebt. So, jetzt muss ich jetzt noch kurz. Wo ist das denn? Ihr Zuhause? Haus der Gezeiten? Kaffee? Toddler-Kaffee? Nein, 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 nein. Okay. Da. Da ist es. Jawohl. Sehr gut. Ja, dann kann es ja losgehen. Dann warten wir kurz auf die Gäste. Und zieh dir mal dein Hochzeitskleid an. So. Oft ziehen die sich dann wieder zurück um. Ah, er hat sich schon schick gemacht. Das ist gut. Sehr schön.
Okay. Na, da kommt schon die erste Gästin. Ah ja, also es ist eine andere Speicherwelt. Und da sind die Kinder halt nicht so schnell gealtert, weil die ja in der 100-Baby-Challenge immer besonders schnell altern, weil ich denen die Fähigkeiten schnell beibringe und die haben dann ihren beschleunigten Alterungsprozess. Und hier sind die Kinder einfach praktisch gleich alt geblieben und sind noch Kinder. Ja, und auch die Jenny ist sozusagen eine Kopie von der Jenny. Okay, ihr könnt jetzt mal hierher kommen. So, alle beide und dann wird geheiratet. Später sollte auch noch der Garten gegossen werden, aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. So. So. Stopp, bleib doch hier, bleib doch hier. Daphna, es wird jetzt geheiratet. Ivan Cuevas heiraten. Oh, Schwabe. So. Fumo, Twangubisch. Ja, mit Hund, wie süß. Ja, es gucken sogar Gäste die Zeremonie an. Das ist doch schön. Warum ist denn die Cleo so sauer? Ja. Und die Jenny habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt die ja noch. Ja, sehr schön, wie romantisch. Daphne und Ivan bekommen beide ihren allerersten Kuss. Wer es glaubt. Ah, da ist sie ja auch, die Jenny. Gärtenschlank, ausnahmsweise mal nicht schwanger. So. Und jetzt holen wir den Kuchen raus und schneiden den an. So. Öffnen. Gut, am besten stellen wir den wohl hier auf so eine Theke. Und jetzt könnt ihr Hochzeitstorte anschneiden machen. Und die Würstchen, die holen wir mal raus und stellen die hier auf den Tisch, damit es was zu essen gibt. So, er ist gleich mal baden gegangen. Ja, jetzt teilen sie sich das erste Stück Kuchen. Das finde ich auch immer sehr süß, wenn das klappt. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt können Sie ja mal einem Gast fürs Kommen danken. Ja, danke mal deiner Mutter fürs Kommen. Ein seltener Anblick, die Jenny so ungebaucht. Jawohl. Das ist schon eine Silberhochzeit. Jetzt. Ah, sie essen auch schon alle. Das ist gut. Wo ist denn der Ivan? Wir lassen sie noch kurz küssen. Ivan, wo steckst du? Holder Göttergatte. Ah, er wischt irgendwo was weg. Hier müsste man auch mal putzen, aber doch nicht am Hochzeitstag. Küssen, küssen, küssen. Wo ist es denn? Hände küssen? Nee, wir wollen schon richtig küssen. Und vielleicht sollte ich sie dann auch noch mal zum Schwangerschaftstest schicken. Ich glaube, sie ist schon wieder schwanger. Vielleicht war das sogar von Daphne. So. Ja, sehr schön. Zu trinken haben wir leider nichts. Okay.
Ja, prima. Und Daphna, du könntest das hier mal sauber machen. Säubern und... Daphna soll das machen. Ich habe mich schon gewundert, warum der Schwangerschaftstest nicht geht. Und dann kannst du den Schwangerschaftstest machen. Hey, mach doch nicht das schöne Puppenhaus kaputt. Ach ja, und jetzt bist du hier, Benesuk, wa? Reparier das mal. Ah, da war schon wieder die Postbotin. Und hat bestimmt die ganzen Geburtstagsgeschenke geschickt. So. Und hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Naja, das ist normal bei einem Fest. Ist zwar nur ein kleines Familienfest. So, jetzt macht sie den Schwangerschaftstest. Sie ist schwanger. Tja. Nubu. Also, die Folge ist jetzt zwar schon relativ lang, aber ich glaube, ich mache hier mal einen ganz fiesen Trick. So, mal gucken. Jawohl. Weil bestimmt wollt ihr alle wissen, was für ein Baby jetzt noch kommt. Ich habe zwar für das zweite Baby keinen Namen vorbereitet, aber da wird mir schon spontan einer einfallen oder ich lasse den Zufall entscheiden. Es gibt nämlich einen Cheat, um eine Schwangerschaft sofort zur Babyreife zu bringen. Und jetzt haben die Wehen eingesetzt. Dann kriegen wir das zweite Baby nämlich noch zu sehen. Krieg mal dein zweites Baby. Das ist zwar etwas unüblich, so direkt an der Hochzeit, aber warum eigentlich nicht? Warum kann sie jetzt hier nicht... Stimmt da irgendwas nicht mit den Wehen? Ivan! Ivan, das tut mir leid. Du kannst natürlich kein Baby kriegen. Du bist ja gar nicht schwanger. Und kriegt das. Da kommt dann kein Baby raus, wenn einer nicht echt schwanger ist. Och, Ivan, das tut mir leid. Das passiert, wenn man den falschen Sim. Die Wehen anzaubert. So, jetzt muss ich das doch mal drehen. Wie? Er hat ein Baby gekriegt! Oder? Nee, ist es kein Baby gekommen. Okay, alles klar, kein Baby. Ja, sonst hätten wir hier noch ein Alien-Baby gekriegt. Daphna, du sollst jetzt mal dein Baby kriegen. Und dann müssen wir uns auch um den kleinen Silvio kümmern. So, jetzt kann Daphna ihr Baby bekommen. Und wenn das Baby da ist, dann kümmern wir uns um den kleinen Silvio. Was für ein Chaos. Ja, da kommt jetzt ein echtes Baby. Weil sie ja auch echt geschwängert wurde. Ah, hier machen wir die Cheat-Leiste weg. Mitten während der Hochzeitsparty. Ein Mädchen. Ja. Caroline? Warum nicht Caroline? Ja. Ja, warum nicht Caroline? Ja, Sinarb. Ja. Oh, Nubu. Juhu! Ja! Wollen wir die auch gleich zum Kleinkind machen? Oder nee, die lassen wir mal Baby bleiben erstmal. So, nimm sie mal an die Brust. Und dann liebkos sie mal schön. Kommst du nicht dran? Probier's nochmal. Ach, die Jenny will sich schon drum kümmern. Ja, ja, die Großmutter. Okay. Ja, Jenny, dann musst du dich aber auch drum kümmern. Und dann lasse ich den Ivan sich mal um den Silvio kümmern. Weil der hat ja irgendein Problem.
Mal gucken. Och, der ist traurig wegen Puppenhaus. Schon wieder kaputt gemacht. Warst du das schon wieder, du Typ? Tja. So, na, es geht dem Silvio schon wieder besser. Und die Daphne sitzt jetzt hier. Großes Durcheinander. Wir gucken nochmal nach Jenny und dem Baby. Na, Jenny macht das ganz prima. Dem Baby geht's jetzt gut. Und ich denke mal, wir verlassen diese turbulente Gesellschaft jetzt. Und ich finde, das war ein würdiger Abschluss für Daphnas Dschungelabenteuer. Jetzt hat sie Familie und Hund und Haus und kriegt immer wieder Archäologie-Artefakte geschickt, die sie dann authentifizieren kann und damit kann sie sich Geld verdienen. Ich finde, das hat sie prima gemacht. Wenn man bedenkt, dass sie ohne Geld losgezogen ist, ja, ging das doch ganz ordentlich. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!